aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und der geringen Infrastruktur leisteten wir uns einen Helikopterflug von Kvikkjokk nach Jekvik. Das war jetzt eine richtige Belohnung. Jetzt ist er weg. Über den Wolken. Und wir müssen weiterlaufen. Den Schlüssel für die Piel-Käse-Hütte haben wir uns im Supermarkt in Jekvik besorgt. Also, hey du, Till. Willkommen steht da. Ja, willkommen. Hey du heißt auf Wiedersehen von der Pilgerstugan Kaiserhütte. Wir gehen heute von hier aus bis nach Adolfström. Ja, 16 Kilometer. Ja, 10. Etappe. Ja, und 6 Grad. 6 Grad. Wetter ist so lala wie immer. A little bit rain, a little bit sunny, a little bit Claudi, so ist es. In diesem Supermarkt gibt man den Schlüssel von der letzten Hütte wieder zurück. Es tut richtig gut, wenn man mal zwischen der Trekkingnahrung mal wieder was richtig Gutes zu essen kriegt. Heute ist die 9. Etappe. Wir wandern heute von Bäverholm nach Amanes. Ja, und wie ihr seht, klasse, oder? Richtig toll. Wetter ist gut, Laune ist gut, Füße tun nicht weh, wunderbar. Was muss ich jetzt schon wieder sagen? Endlose Weiten. So weit die Füße tragen. Kein Wald. Tolle Aussicht. Keine Mücken. Aber kalt. Kalt, relativ. Beim Laufen geht's. Man darf halt nicht stehen bleiben. Gefüllt mit Prosciutto e Formaggi. So, jetzt. Diese Tortellinis sind mit Liebe gemacht und schmecken, ja, wenn man Hunger hat, schmecken die auch. Was sind das, 50 Meter? Erstmal verschnaufen. Mein Zucker ist unten. Etwa scheißkalt heute Nacht. Ich habe gefroren. Da hinten haben wir geschlafen. Es ist der 23. August. Es ist immer noch arschekalt. Aufgestanden sind wir um 6, losgefahren, gegangen um 7.
Ja, und jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt. 20 Kilometer noch bis Amanes. Ja, 20 Kilometer bis Amanes, das stimmt. Die Landschaft ist wunderschön. Es soll heute allen Nachmittag oder Mittag Regen kommen. Und jetzt bin ich wieder warm. Aber es ist immer noch scheiße kalt. Gut. Ja. Ganz schön endlose Weite hier. Was hast du denn überhaupt? Creamy Pasta with Pork. Das kann man echt essen. Sieht zwar beschissen aus, aber oder wie ausgekotzt, aber geschmacklich ganz gut. Ja, wir sind heute am ausgeschlafen, 10 Stunden in dem Hostel in Amanes, haben uns jetzt hier auf diesen Parkplatz entschlossen, am See entlang zu gehen und nicht durch die Berge, weil es schifft wie Sau. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen heute. Ziemlich zugewachsen hier alles. Naja. Und? Es regnet immer noch, die Planken sind immer noch ascheglatt. Wir schaffen unseren Schnitt heute nicht, Wolfgang. Nee. Wir schaffen höchstens 2 Kilometer pro Stunde. Unglaublich. Zugewachsen hier alles. Kommt nur ganz langsam voran. Entweder tiefer um Morast. Ja. Oder glitschige Planken. Wasser von allen Seiten. Irgendwie weiß. Ganz kleine Hagelkörner. Da kommt alles runter, was er hat. Wir haben noch 5 Kilometer. Schnee. Ich bin so froh, dass wir von Kvikjok nach Jekvik geflogen sind. Jetzt hast du es verraten. Das ist echt scheiße geworden. Wir haben schon schönere Tage gehabt. Was ein Urwald. Da ist die lang ersehnte Brücke. Wie geht's dir da? Deswegen machen die anderen alle den Umweg über die Eigerhütte. Wegen diesem Scheißdreck hier. Ja. Viertletzter Tag. Das ist so wunderschön. Zwergenhütte mit einem ganz netten Hüttenwirt, der uns ein Bett gegeben hat heute Nacht. Wir haben wunderbar geschlafen. Es regnet nicht mehr. Es war arschekalt, es kommt ein Polarwind auf uns zu. Mutter Seelen allein in der Wildnis. Und da hinten? Neuschnee. Neuschnee.
Muss ich wieder was sagen? Das schneide ich da alles raus. Wir haben heute den 26. August. Waren auf dieser tollen, wie heißt sie? Tanesjö-Hütte. Tanesjö-Hütte. Hatten gestern eine Sauna ganz für uns alleine mit einem Badesee, der 10 Grad kalt war. Aber es war wunderbar. Sehr nette Hüttenwirtin. Jetzt geht es hier an diesem wunderschönen See entlang. 2/3 unseres Weges für heute. 14 Kilometer bis zur Süterhütte. Das ist unser heutiges Etappenziel. Der Neuschnee von gestern ist auch weggetaut. Scharf, aber schmeckt richtig. Und dehydriertes Brot. Ich esse in Knäcke mit in gut auch cremig Mühkost mit Rehnkött. Hast du verstanden, oder? Ein Knäckebrot mit guten Mühe ist die Kuh, Milch. Rehnkött, Fleisch, Rentierfleisch. Vorletzter Tag. Abschied von der Süterhütte. Hüttenwirtin, österreichische Eltern, hat Deutsch geschwätzt mit schwedischem Akzent. Und weiter geht's heute zur Vitaskalenhütte. Insgesamt 12 Kilometer durch ein hoffentlich gutes U-Tal, was es hier gibt mit 2 Bergen rechts und links. Aber im Moment sieht es noch nicht so aus, dass es so wird. Wetter heute Morgen 3 Grad, aber gut geschlafen und ja, alles Paletti. Wir freuen uns auf unseren Bus. Hinter diesem Berg da steht unser Auto, aber wir müssen da jetzt so reinlaufen in dieses wunderschöne U-Tal, was heute nicht so so schön klar ist, aber ich denke mal so in 10 Kilometern kommt die Hütte, da werden wir noch einmal schlafen und dann sind es noch 11 Kilometer. Das freut uns.
Alcoma in Hemavan. Ist das ein geiles Gefühl? Wir sind am Ziel. Wir sind am Ziel. Glücksleben 2017. Ist das nicht ein geiles Gefühl? Wir sind wieder da.